Moin Leute, die Pfeiler hier und willkommen zum neuen Video von mir vom Kanal. Heute gibt es mal wieder eine weitere Podcast-Folge und zwar gemeinsam mit Mosen habe ich mich eine Dreiviertelstunde über den Lax Ramas Release unterhalten. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch, wie ich finde. Er war direkt am Donnerstagabend mit seiner Gilde drin, konnte quasi dementsprechend auch ein bisschen berichten, was er dort direkt in Lax Ramas erlebt hat. Wir werden in den folgenden Wochen öfter Podcast-Folgen für euch hochladen. Wir haben da einfach mega Bock drauf. Es wird wahrscheinlich immer 2 Folgen pro Woche geben. Am Mittwoch auf Timos Kanal, den ich auch unten, der allererste Link in der Videobeschreibung, mal verlinkt habe. Könnt ihr gerne mal abchecken. Und immer am Sonntag auf meinem Kanal. Und so könnt ihr quasi immer auf seinem Kanal und auf meinem Kanal die jeweiligen Podcast-Folgen anhören. Ihr könnt allerdings euch auch alle Podcast-Folgen quasi nochmal per Audio Variante anhören auf Spotify, habe ich auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Dort könnt ihr euch quasi alle Folgen auf meinem WoW Classic Podcast auf Spotify anhören. So, und eine Geschichte noch, dann starten wir direkt mit dem Video. Ich habe euch hier mal ein kleines Bild eingefügt. Und zwar haben 79,5% der Zuschauer von euch, die meine Videos hier schauen, meinen Kanal gar nicht abonniert. Und ich habe mir gedacht, ich würde mich einfach sehr darüber freuen, wenn ihr vielleicht den Kanal hier mal abonnieren würdet. Und dann werde ich im nächsten Video mal schauen, wie viele Leute eigentlich dazugekommen sind, das, was wir ein bisschen beobachten können, dass wir quasi hier auch Leute am Start haben, die meine Videos feiern und die aber auch abonniert haben. Das würde mir wirklich sehr, sehr weiterhelfen. So, jetzt starten wir aber mit der Podcast-Folge mit Timo. Willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von mir und Mosen. Heute mal wieder. Und zwar, wir versuchen die jetzt auf jeden Fall regelmäßig zu machen. Wir wollen auf jeden Fall einmal in der Woche eine Podcast-Folge für euch droppen. Die wird immer am Wechsel einmal bei mir online kommen, einmal bei Timo. Timo, moin an dich. Hallo. Moin. Ja, sorry, wir bemühen uns, aber immer, wir wollen das offline machen und immer ist irgendwer dann on. Ja, genau. Ist ein bisschen schwierig, aber ich hoffe auf jeden Fall, dass wir es hinkriegen werden. Genau, heute werden wir ein bisschen über Lax Ramas sprechen. Quasi der allerletzte Raid von WoW Classic ist jetzt ungefähr seit 2 Tagen oder so live auf den Classic-Servern. Timo war schon drin mit seiner Gilde. Ich habe mir ein bisschen so World-First-Rennen, wie auch immer man es nennen will, von Progress Apes und so weiter angeschaut und wir wollen quasi heute einfach mal gemeinsam so ein bisschen über den Raid sprechen am Anfang und ein bisschen am Ende noch, wie wir so jetzt das Ende von WoW Classic quasi jeweils sehen, was wir da für Probleme sehen und wie wir einfach WoW Classic gerade so fühlen, sag ich mal. Wie fühlst du es? Genau, das gucken wir dann gleich. Ja, geil. Ihr wart jetzt direkt am Donnerstag Nacht drin, Timo, ne? Schön No-Life-mäßig um 11. ja. Hast du das bei uns reingeguckt? Oder? Ja, ich habe bei euch reingeguckt. Also ich war ja auch vorher live quasi, habe dann nur so eine Stunde ungefähr. Du hast gehostet, stimmt. Naja, genau. Der Ehrenhost. Das war Pockers. Richtiger Ehrenhost, Alter. 120 Viewer. Pock für mich. War nice, ne? Also ging gut ab bei dir. Ich habe das ein bisschen verfolgt so, ne? Also die Leute sind ja wieder komplett eskaliert von den Viewerzahlen bei Minecraft und so weiter halt, ne? Also, ja, das kann ich mir vorstellen. Das muss richtig krank gewesen sein. Also ich kann ja mal einen kleinen Überblick geben. Also Mythos, der G-Leader von den Apes, so der bekanntesten Hardcore-Classic-Gilde, würde ich sagen, hatte ungefähr, als die bei Saphiron waren, 30.000 Viewer. Oh, schön Werbung schalten. Schön 180 Sekunden Werbung. Hat er einen auf Esmond Gold gemacht, sagst du, ja? Ja. Schnell mal eine Werbung, Leute. Ich gehe mal kurz aufs Klo öfter mal. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld das dann ist, ehrlich gesagt, wenn man dann schaltet. Bei 30.000 Viewern schon ganz gut. Aber weißt du ungefähr, ja, egal, wie viel? Weißt du nicht genau, wie viel, ja? Nee, weiß ich nicht genau, wie viel. Okay. Naja, auf jeden Fall, der 30.000 Viewer hier dann der von Onslaught, eine sehr guten amerikanischen WoW Classic-Gilde, die auch World First versucht hat, hatte auch so 15.000 Viewer ungefähr. Jetzt und glaube ich auch immer nur so 1.000, 2.000. Mythos eierte ja sonst so bei 800, 900 Viewern rum ungefähr. Und Salad Baker war auch am Start, 1.500 Viewer. Und genau, war auf jeden Fall krass so. Finde ich auch immer interessant, dass irgendwie also wie fett dann auf einmal dann doch die Classic-Community bei solchen Events am Start ist, ne? Also wie doll das Interesse dann irgendwie auch ist bei solchen Sachen. Gibt's ja auch so die, ne, manche Leute sagen, ey, der Content wurde vor 15 Jahren von Kungen irgendwie geklärt und labert mal nicht rum. Ich finde eigentlich schon, dass es auch eine Berechtigung gibt irgendwie, weißt du? Ich meine, Classic ist irgendwie auch eine neue Meta ein bisschen.
Und ich habe mir das irgendwie Ja, auch sagen gerne wir mal so, das angeschaut. ist so ein. Man sollte das einfach entspannt sehen, ne? Also, Genau, das ja. ist halt der World First Classic von so, jetzt, aber nicht von vom Vanilla. Classic jetzt. Natürlich Genau. nicht der eigentliche World First, natürlich nicht. Aber ich Genau. glaube, wer da salty wird, der hat eh verloren irgendwie. Keine Ahnung, ist ja eh nur, ist ja Spaß, ne? Genau, sehe ich eigentlich auch so. Ja, jetzt wollte ich mal fragen, also wie seid ihr quasi ohne Probleme reingekommen am Anfang oder war es so wie beim AQ-Ding, dass es wieder so quasi auf dem einen Server war es so? Nee, war eigentlich nicht, oder war doch überall weltweit gleichzeitig offen, oder? Ja, genau, war um 11 tatsächlich pünktlich offen und ja, wir hatten natürlich wieder Poopsock-Summoning-Spot und Ja. ja, wir waren schon ready vor 2 Tage davor dann und Aber also brauchte man irgendwie, aber dass man da es unter war. Nax starten musste oder seid ihr konnte einfach reingehen oder wie war es? Ach, den Spot kennt ja auch jetzt eh jeder, aber irgendein Sack hat den halt geleakt und wir waren jetzt schon vorher Ja. da, also war easy, wir waren da ready. Also für die, die das nicht wussten, da gab's, also in diesem, das ist, wo man in Nax reingeht, das ist ja so ein Plateau irgendwie und, oder halt so ein kleines Ziggurat und was so ein bisschen vom Boden hoch ist und in diesem Plateau da drin konnte man irgendwie, dann fragt mich nicht, wie das geht, ich weiß es auch nicht, ich mach nur mit. Ja. Ich habe auch keinen Bock auf so eine Scheiße. Aber wir haben halt Poopsocks, die sowas die ganze Zeit machen und Ja. keine Ahnung. Und ja, irgendwo konnte man da hinsammeln und dann musst du einfach nur noch einmal jumpen und dann bist du drin. Genau, Keine es ging Ahnung. quasi darum, dass man quasi mit den kompletten World Buffs in den Raid reinkommt und die halt eben nicht gepurcht werden kann, ne? Wahrscheinlich. Ja, genau. Ja, sonst ist natürlich, ja, ist natürlich klar, wo die Leute sind bei Next Release. Das Wo heißt, ihr es wart die wirklich alle da unten Schlachten drin gab. und seid einfach dann gejumpt und dann wart ihr drin, oder wie? Ja. Also haben uns einfach eingeloggt und dann Okay. waren wir drin direkt. Und ganz easy. Okay, Easy nice. peasy. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf anderen Servern war, ob da irgendwie noch quasi Fett Gang Fiesta war auf anderen Servern, weiß ich jetzt nicht. Okay. Ja, bei uns war auch ganz viel PvP davor natürlich. Also Ja. sonst wäre das natürlich blöd gewesen, aber ja, aber das musste halt, ja, keine Ahnung, wir wollten halt früh rein und da auch was machen. Und wenn du das willst oder irgendwie sowas mit ja, halt Server First oder so eine Scheiße machen willst, dann, oder World First, so wie Apes oder so, dann musst du das natürlich machen. Weil du auch meintest, wie der hat noch einen zweiten Raid fertig und gebufft. Ja, Klar, Onslaught. wenn du sowas, ja, wenn du sowas machen willst, dann musst du halt einfach poopier than the poopiest sein. Du musst richtig stinky sein, so, das ist halt so. Ja, Aber okay. das ist dann, ja. Und jetzt haben wir ja früher auch schon gemeinsam zum Teil auf den Privatservern in Classic waren wir ja drin. Ich war nicht mehr so lange drin dann auf Nostalrius, glaube ich. Northdale war es dann, glaube ich, ne, am Ende. Aber du hast ja auf Northdale, also dem Private Server, auch schon gecleared gehabt, Nax, oder nicht? Nee, 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 für mich ist es auch Nee? neu. Also, Ach wir so. hatten Wie weit wart ihr denn? zehn Bosse oder so. Ah, Also okay, nicht das wusste Four ich gar nicht so. Horsemen. Also ich habe irgendwie alle Bosse bis auf Four Horsemen und Saffiron und Kel'Thuzad schon mal irgendwie gemacht. Und keine Ahnung, deswegen waren halt auch ein paar Sachen nochmal neu. Ah, okay, Und cool. das finde ich auch ganz geil. Das hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Was Neues zu sehen. Und ja. Ja, sag mal so, wie war der Raid? Ja. Genau, und den Boss habe ich noch ein bisschen angefangen, aber nicht alle finished. Also der Raid war, also mir hat es richtig Bock gemacht und allen hat es richtig Bock gemacht. Wir haben ja, man konnte ja leider erst um 11 Uhr abends anfangen. Und das Problem war halt so ein bisschen, dass es halt sau spät war. Und dafür musste halt wieder Leute finden. Also diese Mitternachtsreleases waren ja auch schon so ein Ding. Ja, und jetzt. Wir hatten halt auch nicht so viel Healer leider, deswegen hat uns das hinten rum, ne, haben wir nicht dicht gemacht, die Hütte, haben uns ein bisschen Arsch gebissen bei Saffiron. Aber bis dahin war eigentlich, es hat da sau Spaß gemacht. Also wir waren bis 5 Uhr mo morgens drin. Egal. Und ja, und wir wollten eigentlich, also keiner wollte aufhören. Das fand ich richtig geil. Also es war so richtig, richtig geil, so ein Gilden-Ding. Ja. Keiner wollte aufhören und dann alles schon so, ja, okay. Können auch nächstes Mal weitermachen, wir müssen jetzt hier nicht so über den Zaun brechen, aber also ja, wir könnten auch die Healer rein switchen, es ist halt 5:15 Uhr oder so. So, Alter, ey, relax mal, ne? Ja. Und dann haben wir gesagt, machen wir nächstes Mal weiter. Aber ja, Alter, die ganzen Bosse waren schon echt, hat Spaß gemacht. Manche waren halt auch wieder sau squishy, ne? Wie das halt zu erwarten war, aber viele waren halt auch knackig.
Ja, Apes ja zum Beispiel bei Patchwork gewiped, ne? Ich weiß nicht genau, was bei denen falsch gelaufen ist. Ich weiß gar nicht, wo die anderen gewiped sind. Einige sind, glaube ich, sogar auch an Trash irgendwie, habe ich was gesehen, bei Salad Bakern am Anfang irgendwie. Ja. Das Ding ist, der Trash ist halt so, es kommt halt immer nur darauf an, ob du das schon kennst oder nicht, wissen wir alle, wie es ist. Naja, klar. Der Trash halt am Anfang, das sind halt diese grünen Spinnen. Und wenn die ihr Gift auf den Raid machen, dann müssen alle sofort dispellen oder halt irgendwie so ein Elixir of Poison Resistance nehmen oder halt so ein Scheiß da irgendwas. Mhm. Ne? Und dann ist das alles easy. Und die machen das ganz selten. Also wir haben uns sehr gewundert, dass sie diesen Charge, und die machen das auch nur irgendwie nach vorne oder so. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber das ist, okay. Die machen das nicht so oft. Das ist eigentlich ist easy, aber da sind ganz viele halt natürlich beim Trash gewiped, weil das Poison kommt halt und alle denken, das ist halt so ein Babygift wie sonst immer. Aber das tickt dann halt irgendwie mit 1,5 oder so. Oh, okay, also ja, gut. Das ist richtig fies. Mhm. Ja, also ich weiß halt auch gar nicht, aber ihr habt ja, PTR vorher, Nax, gemacht, oder? Java hatte einen, aber letztendlich hatten wir da nicht so den Zulauf. Also Java hatte einen, er hat ja schon die ganze Zeit einen, aber das Problem ist, das funktioniert da auch alles nicht so richtig. Auf dem PTR? Also wir haben uns da mal wir haben uns da ein bisschen eingeloggt. Aber, also ihr habt jetzt nicht, sei mal richtig hardcore-mäßig, no-life-mäßig auf dem PTR die Scheiße gefarmt, habt ihr nicht. Nein, und genau. Das Ding ist, die echten PTRs von Blizzard, da waren wir halt ein bisschen so, da haben wir uns ein paar Sachen angeguckt. Und Java hatte halt so einen eigenen P-Server, aber das, das ist halt nicht, das kann man nicht vergleichen. Aber ich dachte auf dem offiziellen, jetzt auf dem offiziellen Blizzard-PTR konnte man Nax auch clearen. Oder stimmt das nicht? Ja, aber da war ich ja auch, aber da hatte man halt irgendwie so 100% Damage Buffs und so und ach so, ah, stimmt, ja, das hatte ich auch mal gehört. Halt, ja, doch, ach so. Später waren die Buffs nur noch 30% oder so. Ja, und dann haben wir halt überlegt, ob wir irgendwie PTR oder so machen, aber wie gesagt, das mit Javas Server da, das und außerdem, du kriegst die Leute da nicht so richtig hin, das ist der Krampf so. Es ist einfach. Und also, wir haben gesagt, guckt den offiziellen PTR an. Und lest euch Taktiken durch und schaut euch Videos an. Das ging eigentlich. Und weißt du, warum auf dem offiziellen PTR warum man da mehr Schaden gemacht hat? Was ist da der Sinn dahinter? Auf dem offiziellen PTR? Achso, da ging es Blizzard nur darum, dass sie gucken, ob die Mechaniken der Bosse richtig funktionieren. Wahrscheinlich so Timer und so. So, damit die Leute möglichst weit kommen und so. Verstehe. Ja, damit das halt einfacher getestet werden kann wahrscheinlich, weißt du? Damit nicht jeder nur am Ripen ist direkt am Anfang, oder wie? Würde ich vermuten, ne? Ja, wir fahren hier gerade diese Steine. Ja, damit halt einfach nur, damit sie nicht irgendwie irgendwelche blöden Bossmechaniken haben, die dann nicht funktionieren natürlich. Ah, okay. Deswegen wahrscheinlich, damit die Leute dann halt auch die Bosse sehen, ohne da jetzt riesen Aufwand, also damit Pack-Rates da durchkommen. Ja, genau, das meine ich gerade. Ja, damit wir möglichst weit kommen und damit nicht irgendwie rumeiern, okay. Genau, Ah, okay, krass. Ja. Und würdest du sagen, im Vergleich zu den Private-Servern war es jetzt deutlich schwieriger oder war es schon einfacher? Ich habe jetzt von einigen gehört, die meinten, manche Encounter wären schwerer gewesen, aber viele wären auch einfacher gewesen. Ja, würde ich auch so sagen, ja. Also, wir kennen das aber auch von P-Servern halt. Auch nicht alle von uns, das hat man auch gemerkt so, aber die haben das dann halt hinbekommen. Also was man auf so eigenen Server machen konnte, war halt irgendwie, oder auf dem PTR machen konnte, da konntest du halt mal so diesen Hagen-Dance den Leuten die Fliesen zeigen, wo das, das war es halt so, ne? So. Und das ist alles nicht so, das ist nicht so, wie Leute sich das vorstellen mit PTR. Da muss man noch einige Sachen, vermute halt, dass die ganzen Hardcore-Gilden werden wahrscheinlich auch eigene Server am Laufen haben, wo sie das wahrscheinlich getestet haben. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wenn Java das schon hinkriegt, dann kann man das machen. Wir waren halt drauf, aber das kannst du nicht vergleichen. Das ist irgendwie alles. Das hat ja nicht so richtig funktioniert. So. Ja. Und dann war es auch egal, weil die Sache ist halt auch, es ist auch irgendwo müßig. So, ne? Ach Gott, ey, meine Fresse, dann auch noch da üben und so, scheiß drauf. Und, Ja, ich weiß gar nicht, wie es bei den Hardcore-Gilden jetzt sonst so war. Also ich meine, Apes hat nicht auf dem PTR oder so geübt oder auf anderen Servern. Ob jetzt natürlich. Oder kennen das ja eh alle. Ja, erstens. Ja, die werden dir das nicht. Ja, auch stimmt, weiß man auch nicht halt. Ne? Die haben auf jeden Fall nach außen hin gesagt, die haben es nicht gemacht, keine Ahnung.
Progress hat anscheinend sehr viel geübt, haben sie auch gesagt, bin ich der Meinung. Und Progress ist halt wirklich übertrieben durchmarschiert, ne? Ich glaube, die sind nicht das siehst du dann halt auch, ne? Ja, also die sind nicht einmal gewiped, ne? Meine ich. Korrigiert mich in den Kommentaren, wenn ich falsch liege, aber ich meine, Progress ist wirklich komplett durchmarschiert. Und das war schon interessant, ey. Das ist aber auch wirklich, weißt du, so sehr viele andere gute Gilden, ne? Also Apes, ne? Salad Baker und hier Onslaught, alle halt wirklich Probleme hatten, ne? Also das hätte ich gar nicht so vermutet. Also es war so, ich habe auch vorher überlegt, so dieses klassische, wenn der Raid jetzt kommt, ist das jetzt so, alle denken jetzt so an die Erfahrungen, die wir halt schon gesammelt hatten und dann wird das praktisch so, dass man da auch wieder durchrusht. Oder wird es diesmal anders halt, ne? Mhm. Und ich habe mir jetzt so was Ähnliches gedacht, also dass es jetzt teilweise so sehr knackig wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich habe mir so ungefähr so überlegt, entweder es wird halt der Face Roll oder halt, ja, keine Ahnung, ne? Also, oder ist es halt, also man hat, glaube ich, gemerkt, dass Nux wirklich für den Patch, der von Anfang an auf Classic draußen ist, dafür getuned wurde. Das merkt man jetzt halt so, ne? Das, jetzt ist es halt eine Schwierigkeit. Mhm. Also, jetzt empfinden Leute das als anspruchsvoll. Also, nicht alle natürlich, aber halt schon jetzt nicht einfach so. Und das liegt halt daran, dass das halt der Raid war, der dann rauskam, als der Patch rauskam, den wir schon seit Anfang an spielen. So, ach so, ah, okay, verstehe. Also, ne? Und das hättest heißt, du jetzt MC gespielt mit 1.0 Talenten, dann wäre das auch schwer. Naja, na, jetzt ist es so ein bisschen schwer, so kann man sagen. So, ne? So, für genau. Die damalige Zeit dann so ein, ah, okay, verstehe. Ja, ja, klar. Und damals natürlich ja, weil der Raid zu dem Patch passt halt. Wir spielen ja als MC und Classic rauskam, jetzt, das neue Classic praktisch, war ja schon der Nux-Patch drauf. Und natürlich ist es dann, ah, okay, verstehe. Ja, es ist halt, und das macht mir halt auch so Sorgen für TBC, weil in TBC gibt es halt definitiv noch mehr Änderungen und weiß nicht, Alter, wenn so, da du denkst, Karasan, wenn dann quasi dann wieder der letzte Patch kommt von Anfang an, dass dann der vorherige Content noch einfacher als in Classic wäre, so eine Art, ne? Ja, genau, richtig. Und weil da gab es ganz, 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 ganz viele Änderungen und schon mit dem ersten BT-Patch und uff, ey, das war, ich weiß nicht, wie das dann wird, so. Ja. Ganz ehrlich sagen. Ja, müssen wir mal gucken. Da müssen wir schauen, das ist ja ein ganz anderes Thema. Burning Crusade wollen wir auch hier nach gleich noch eine weitere Folge aufnehmen, Leute. Mhm. Ja. Kommt dann entweder auf Timus oder meinem Kanal, müssen wir mal schauen. Okay, also das heißt, ja, also ich fand auch, so vom Zuschauen her, habe ich auch einen ähnlichen Eindruck wie du gehabt irgendwie, ne? Die Gilden haben schon auch, also diese Top-Gilden, die halt wirklich so krank vorbereitet waren, selbst die sind halt gewiped an einigen Encountern, ne? Da habe ich mir schon gedacht, okay, wow. Das heißt, normale Gilden werden da schon auch einfach ein bisschen länger brauchen. Vor allem, weil die Inni ja auch an sich so gigantisch ist, ne? Vom Ausmaß her, oder? Also. Ja. Das kann man ja gar nicht vergleichen. Halt, ne? Ja. Ja, das Ding ist halt, ich fand halt, manche Bosse waren echt, also wir haben zum Beispiel Hagen gekillt, bevor er den sich aufs Plateau teleportiert hat und den Dance gemacht hat. Okay. So, und ich vermute mal, das werden halt natürlich die jetzt alle schon geklärt haben, auch so ähnlich gehabt haben. Wir haben North gekillt, da hat er sich mit 0,5% auf den Balkon teleportiert. Und wir haben Gluth, also diesen Hund, gekillt, bevor er das Dezimieren gemacht hat. Hm. Ja, und das einfach so viel Raid Damage am Start ist, sagst du so. Ja, natürlich. Und wir sind halt aber auch gleich zu Patchwork gegangen mit allen World Buffs und haben den dann gleich im ersten Try gelegt und einer ist nur gestorben, glaube ich. Müsste mal ins Video gucken. Ich habe unseren ersten Nux Raid hochgeladen bei mir auf dem Channel. Müssen wir mal schauen. So, und ach so, auch nochmal. Ja, stimmt, habe ich ja noch gar nicht gefragt. Hattet ihr da so eine Taktik, in welchen Wing ihr zuerst reingeht? Irgendwie? Ja, das ist halt immer so die Sache bei Nux, weil, also am besten ist, wenn man Patchwork zuerst macht, weil dann hat man so den Cockblocker weg, so, weißt du, und hat dann halt, danach kommen halt Easy-Bosse eigentlich und aber wenn man da direkt versagt, halt, dann ist halt der Run im Arsch, so ein bisschen. Wenn du da stirbst, ist der, also dann wird's, der ist nicht im Arsch, aber dann, also letztendlich macht's Sinn, das Risiko zu nehmen, weil danach wird er jetzt, Zadar ist halt eh egal, ne? Mhm. Aber du kannst natürlich auch erst andere Wings machen mit World Buffs und die komplett wegflügen. Okay. Sag mal, wenn man jetzt noch nicht so geübte Gilde ist, vielleicht dann würde ich sagen, was vielleicht noch ein bisschen neuer ist, dann erstmal die anderen Bosse mit World Buffs sicher machen.
sich ein bisschen Gear holen und dann Patchwork erstmal das mit dem Hateful Strike und den Anfang, der Pull ist das Wichtigste und das Schwierigste eigentlich. Und dann einfach mal ein bisschen üben, bis man das sicher drauf hat und dann kannst du das beim nächsten Mal immer noch machen. Aber wird eher welcher, die anderen Bosse. Welcher Win ist Patchwork? Construct, also Construct Viertel. Ah, okay. Und wir haben halt dann überlegt, okay, die meisten hatten noch irgendwie Plan davon und haben wir so geschaut, wer im Raid ist und dann haben wir gesagt, okay, Patchwork versteht eigentlich jeder, Luma kannte das noch, Rodolf. Und wenn der Pull safe ist mit Shield, also was ich auch empfehlen kann, mit Shield Wall einfach pullen, die erstmal alles sich einrenken lassen und dann mit dem Damage warten und dann einfach loslegen. Dann gehen die Buffs, dann ist schon mal der Pull sicher und wenn der sicher ist, dann könnt ihr auch mit World Buffs rangehen und den wegnuken. Weil dazwischen passiert nicht mehr viel. Mhm. Aber ja, das müssen wir gucken. Also wir haben das dann so gemacht, Patchwork erstmal aus dem Weg, High Risk, aber das war dann ganz, auch ganz gut, weil hat man noch die World Buffs für den Rest und ja. Ja, und dann habt ihr letztendlich quasi alles clear, außer Saffron und Kel'Thuzad, oder wie? Genau, bei Saffron war es dann halt irgendwie 5:20 oder so. Und also da hatte dann auch keiner mehr Flask und Buffs. Und ja, der haut echt rein. Also es war schon, muss man echt sagen, das war schon eine Wand so. Also der macht einfach sau viel Frostschaden. Und man muss halt aber auch dazu sagen, wir hatten leider, weil es halt der 11 Uhr Release ist, hatten wir halt auch nur 11 Healer. Also mit, die Eule hat schon geheilt und der Shadow Priest hat geheilt, das waren dann 11. Ah, okay. Und das war zu wenig. Also ich empfehle echt 13 bis 14, also 13 bis 15 Healer. 15 ist safe. Für den kompletten Raid jetzt? Ja, das ist einfach besser. Ja, okay. Später kann man das noch reduzieren, aber also ihr könnt ja auch, wenn ihr jetzt irgendwie auch einen Shadow Priest dabei habt, mit dem Shadow Priest, der healt, insgesamt 13 bis 15. Aber so das sollte man schon nehmen, weil es einfach so viel Damage ist. Das macht in Nack Sinn. Also da wird's. Okay. Wie viele Healer habt ihr sonst so in Akku 40 dabei gehabt? Im Vergleich mal, weißt du's? Neun, ja. Und im BWL? Ja, auch. Also wir hatten immer so ungefähr das gleiche Setup. Ah, okay. Also schon deutlich mehr Heal Output nötig, so eine Art. Okay. Ja, auf jeden Fall. Also Saphir, und ihr müsst auch wirklich das Frost-Resi-Ding. Healer brauchen nicht ganz so viel. Und der Tank auch nicht, aber so alle DPS, die sollten wirklich so auf 200 Buff abzielen. Das ist sau viel Schaden. Und das Problem ist, wenn ihr nicht genug Heal habt, dann ist der Raid nicht stabil. Und diese Eisblitze, die ja eigentlich so ein Grab erzeugen sollen, die Leute sterben dann davon. Und dann entsteht kein Grab. Und der Raid kann sich nicht hinterm Grab verstecken. Und dann sind halt alle One-Shot durchs Auge. Verstehe. Und ja, es ist schon hart. Also. Ja, Apes sind ja da auch, wie gesagt. Glaube ich, viermal gewiped oder dreimal gewiped auf jeden Fall. Ja, und wenn schon die Leute da 4-5 Mal wipen, die das, die das, ich sag jetzt mal, seit Jahren schon kennen, wirklich das kennen und seit Jahren machen, dann weißt du Bescheid. Ja, ja. Aber es haben auch viele, also bei mir im Stream war auch noch jemand von Everlook, Pretor, glaube ich, die Gilde oder so. Die haben dann Deutsch Nummer 3 gemacht, also Deutschland Dritter. Also schon ziemlich gut dann natürlich noch. Ne? Also weißt du zufällig, welche Gilde in Deutschland zuerst geklärt hat? Keine Ahnung. Ah, okay. Ich habe noch nicht geguckt, also gar keine. Ich nicht, also wenn ihr es wisst. Das heißt, ihr habt dann Saffron gar nicht mehr probiert oder einmal oder kurz probiert, oder? Genau, wir haben Saffron irgendwie dreimal oder so gemacht. Aber du hast halt gemerkt, das liegt jetzt nicht an dem oder dem. Die Leute haben halt alles entflucht, das war alles easy. Mhm. Aber der Raid ist halt runtergetickt und wir hatten halt, das war einfach Heal und immer noch nicht genug Frost-Resi. So, das war. Echt? Okay. Und das Ding ist halt auch kein, also eigentlich muss der ganze Raid Titan Flask haben und wir hatten halt nichts mehr. Keine Buffs, keine Titan Flask, 11 Healer, da war die Luft dann raus. Ne? Also, ja, aber wart ihr zu dem Zeitpunkt noch ein 40-Mann-Raid oder wart ihr auch gar nicht mehr voll? Mhm. Nee, da waren noch 40, okay, gut. Ja. Gut, immerhin. Also wir haben an Four Horsemen halt haben wir dreimal getried und jeder, das war richtig cool. Das war richtig mal wieder Progress, Spaß gemacht. So 3 Tries und jeder wurde dann irgendwie besser. Und dann beim vierten Mal down oder beim dritten Mal? Beim vierten Mal dann down, ja. Okay, war richtig cool. So. Also es hat echt richtig Spaß gemacht. Nice. Also obwohl alle urmüde waren, weißt du, alle hat das so urbock gemacht, dass man so an so Bossen
Ja, okay, ja, manche haben wir halt umgeklatscht, aber das war auch knapp dann so, ne? Also dann so, oh, ja, los, bevor er danced jetzt und dann, ja, nice, dann so down gegangen und dann bei Four Horsemen so tryen und Razuvius haben wir irgendwie 2 Anläufe gebraucht, glaube ich, müsste man ins Video gucken, weiß nicht, ja, oder 3 oder so, den konntest du resetten und okay, dann hatten die Priests das drauf, das ist auch ein bisschen eierig dann mit der Mind Control Mechanik. Ja, da, ja, wo man dann diese Bar dann hat von den Viechern und so, ne, wahrscheinlich. Ja, deswegen, ne, und ja, aber ja, dann ging das auch und ja, dann ging Four Horsemen halt down und das war dann für uns auch okay für den Abend so. Also, ja, ja, ne, dass man so diesen obersten Ring noch, also den, das Plateau da noch freigeschaltet hat, ne, das war wahrscheinlich auch fürs Feeling einfach gut dann, ne? Ja, genau, richtig, ja, ne, dass man dann halt irgendwie so vor Saphiron steht und dann können ja wir Sonntag weitermachen. Bisher hat es noch keiner auf dem Server hier, ich glaube, die Gilde, die hier am weitesten ist, das hat mich auch ein bisschen überrascht, die haben, glaube ich, 6 Bosse. Halt, ich weiß nicht. Ich meine, wir okay haben jetzt auch keinen riesigen Server, ne, ist mhm klar. Halt mittelgroßer und die haben halt, ich glaube, die Beste hat 6 oder 7. Also nach euch jetzt oder wie? Ja. Ah, okay. Und ich dachte auch eigentlich, dass sie mehr, aber. Also Server First ist immer noch drin für euch, ne? Ja, genau. Wir müssen jetzt halt ja gucken, was dann. Also morgen gehen wir halt rein, gucken wir dann schon. Ja, ab wie viel Uhr? Geht der, wann pullt ihr oder? 7 Uhr wieder. 7 Uhr, genau. Okay, nice. Ja. Ja, ja. Echt Spaß ja, nice, gemacht. Also, ja. Das ist ein cooler Raid und ich glaube, da können viele Gilden auch, also sie sollten sich, glaube ich, nicht entmutigen lassen, dass man das jetzt nicht alles one-shottet irgendwie. Ja. Das, also genießt das, dass man da so zusammen progressen kann. So. Das macht, glaube ich, Spaß. Wie ist denn das eigentlich? Da habe ich auch gerade mal eine Frage. Muss man jetzt wirklich bei jeder ID erneut den Eintritt bezahlen oder wirklich nur einmal am Anfang? Weißt du das? Nee, nur einmal. Nur einmal. Ach so, ich dachte jetzt jede Woche neu. Okay. Nee, das wäre cool, weil die Leute so viel Geld haben. Aber ja, das wäre auch scheiße, weil das. Wäre halt zu krass für die Leute, die gar keinen Ruf haben, wahrscheinlich, ne? Ja, dann ja, könnte okay man ja sagen, okay, ich farm auf Exalted und das macht Sinn, dann wäre es für immer umsonst. Ja, aber nee, nee. Ich dachte, dass so das den Leuten deswegen Exalted so wichtig wäre, weil man es immer bezahlen muss. Ja, aber gut, einmal, das geht ja nicht. Ja, deswegen macht so ja auch nur respektvoll eigentlich am meisten Sinn. Mhm. So, weil ja, dann ist es relativ. Da kostet es halt recht wenig. Ja, ja, weil man es ja dann quasi damals sowieso wegen Priebus Farm gemacht hat, ne, und dann hat man das dann eh so. Ne? Ja. Genau. Ja, ich kann halt eben nur echt empfehlen, also sammelt euch Frostresi als Healer, sind so 60, 70 okay. Jetzt plus, minus 10 oder so, legt mich jetzt nicht, ne? Aber das auf DPS macht das schon Sinn, wenn ihr irgendwie so gebufft vielleicht so auf 200 kommt und nehmt 13 bis 15 Healer mit. Einfach nur, um es sicher zu haben, wenn ihr ihn noch nicht down habt. Weil wenn ihr ihn eh schon down habt, dann wisst ihr mehr als ich und dann ist es ja egal. Mhm. Daher, ich denke schon, dass wir den schaffen, aber ihr braucht die Heal-Power einfach, das ist so. Und wie ist es so von den Tanks her? Braucht man wirklich Death-geskillte Tanks oder wart ihr alle Fury und wie viele Tanks hattet ihr mit? Nee, wir waren, also ich war Fury Prot, Luma war auch und Brodor waren auch, also 3 Fury Prots. Also das würde ich schon sagen, wenn ihr jetzt eine Gilde seid und ihr eiert da drin rum und ihr wisst, ihr werdet irgendwie sterben nach 2 Bossen oder so oder die Hälfte des Raids wird nach 3 Bossen keine World Buffs mehr haben, dann würde ich schon sagen, dass Deep Prot Impale da Sinn machen kann, auf jeden Fall. Ja. Also, weil Fury Prot ist halt World Buff und Buff abhängig und Consumable abhängig und so. Und man muss halt sagen, Deep Prot Impale macht halt mit den Shield Slam Crits auch ordentlich was. Und das macht es dann immer. Das ist halt unabhängig von World Buffs. Mhm. Aber gleichzeitig kommt es immer auf den Raid drauf an. Das ist halt so eine Sache. Wenn der trotzdem immer U4 DPS zieht, dann muss der Tank halt Fury Prot sein. Müsst ihr gucken. Das kann man nicht so pauschal sagen. Okay. In den meisten Fällen ist Fury Prot einfach besser, weil man relativ viele Death-Sachen bekommt mit dem oberen Teil im Prot-Tree. Und mehr Agro zieht dann wahrscheinlich einfach, ne? Genau, du machst einfach unglaublich viel mehr Threat. Und auf Shield switchen mit einem Weapon-Switch-Makro, das kannst du immer. Und das ist meistens dann schon okay, weil du dann halt den Shield-Block hast und nicht mehr gecrushed werden kannst. Und ja. Oder ja, genau, gecrushed werden. Und wie viele Tanks braucht man auf jeden Fall für den Raid? Wenn man irgendwie clearen will, sagen wir mal. Achso, ja, dann, nee. Also, naja, Tanks 3. Also die Furies können Four Horsemen auch tanken. Ach so, ja, also einfach off-tanken mit Death Gear so eine Art dann. Ja, genau, einfach Fury Warrior, Death Gear an, maximales Mitigation Gear, also maximales Death
Defensiv-Gear. Mhm. Und der Typ, der dann Wargrain tankt, der sollte Feuerprotz spammen, weil der halt viel Feuerdamage macht. Und okay. Ja, die hauen halt gut zu. Also das Ding ist halt, dass die bei Four Horsemen und Saphiron auch so, die langen halt richtig hart zu. Ne? Also da macht es dann schon Sinn. Deswegen, es kann Sinn machen, da erstmal auf Nummer sicher zu gehen und einen Prot zu gehen. Wenn ihr wirklich progresst, würde ich schon sagen, dass der Main-Tank Deep-Prot und dann mit Impale gehen sollte. Weil es ist einfach nochmal eine Ecke sicherer, da kann man sagen, was man will. Und es gibt viele Swaps auch, wo man halt wegtaunten muss und da könnt ihr eh nicht die ganze Zeit hammen gehen, als dass sich Fury-Prot immer lohnen würde, ausnahmslos. Weißt du, weil halt oft Swaps sind oder man eh erstmal kurz chillen muss mit der DPS und dann geht der. Ja. Aber es kommt auf eure Guild drauf an. Okay, cool. Seid nicht Boomer. Aber seid auch nicht zu Zoomer. Ja. Und liegt dann am Boden halt. Ja, interessant, weil so von dem Raid-Aufbau her, da habe ich halt wirklich jetzt gar keine Ahnung. Ne? Habe ich mich noch voraus, man braucht beschäftigt. Also mit 8 Kriegern ist chillig. Und man kann das auch mit 6 spielen. Das werden wir dann demnächst probieren. Ist auch nicht weiter schwer, aber ja, also was Sinn macht für Horsemen, ihr könnt euch auf jeden Fall noch dieses ZG-Trinket holen, was euch Spell-Hit gibt, weil Taunt, also Spott, ist ja ein Spell. Und dann habt ihr, kann der Spott nicht mehr oder so gut wie nicht mehr widerstanden werden. Ja, ja, genau. Und dann, okay, nice. Ja. Mhm. Aber ist geil. Also jetzt sind wir hier bei den Steinen. Kann ich auch nur empfehlen. Diese Steine, die in der Welt spawnen. Scourge Invasion, ne? Genau, die läuft gerade. Ja, nehmt das mit. Ja, aber also gibt's diese geilen. Vielleicht damit was auch nochmal. Warum macht man das jetzt genau? Was ist der Sinn dahinter? Ja, die droppen diese nekrotischen Runen und die können dann abgeben für verschiedenste Sachen, aber vor allem für die Wetzsteine oder die Öle. Der Wetzstein macht 100 Attack Power für eine Stunde. Ah, das ist halt wie ein World Buff eigentlich. Und das Öl macht, glaube ich, 80 Spell Damage für eine Stunde. Und die könnt ihr nur jetzt holen. Also das Event hört dann halt irgendwann auf. Und je mehr jetzt. Dann horten die Leute das alles schon. Genau, ja. Ich habe aber, haben wir vorhin schon drüber geredet. Also das Event läuft anscheinend länger, als es ursprünglich lief. Damals halt. Ne? Ich weiß nicht genau, wie lange. Aber ja, es soll anscheinend jetzt ein paar Wochen noch laufen. Genau, gönnt euch. Ja. Wir müssen in diesem Blue Post gucken, aber das könnt ihr auch selber nachforschen. Also irgendwie, normal, es war so, dass es eigentlich bevor Nax auf war, war dieses Event hier. Ah, okay. So, und das haben sie ja jetzt dann irgendwie so gemacht, dass das Event anfängt, wenn Nax dann direkt auf ist. Mm-hmm. Dann haben so ein paar Leute rumgeflamed, dann haben sie gesagt, okay, dann. Natürlich haben ein paar Leute rumgeflamed, Timo. Ja, aber es ist ja auch so, eigentlich kommt ja erst die Scourge Invasion und dann geht Nax auf, ne? Und ja, ist halt irgendwie Banane, ist halt urgerusht, also ist voll unnötig auch. Also ich finde das hätte auch Nax hätte auch im Januar kommen können oder so. Aber, ja, da gibt es ja viele Spekulationen auch, warum, manche meinen irgendwie, das war gar nicht so geplant. Auch, dass es so nah an Shadowlands dran ist, das war ja dann irgendwie wegen Corona, der Verschiebung und keine Ahnung, ich weiß auch nicht. Ja, irgendwie total Banane, aber auf jeden Fall verlängern sie das jetzt irgendwie noch und es gibt irgendwie eine Mindestzeit, müsst ihr mal in den Blue Post gucken. Ja, kann ich, können wir euch hier unten in der Videobeschreibung verlinken, ist ja kein Problem. Geil. Ja. Ach nee, das habe ich aber auch gehört, dass das ist halt auch das Ding, ne? Also, ich sehe das ähnlich. Also, ich finde, Nax hätte auch erst im Januar kommen können, so eine Art halt, ne? Ja. Gibt es verschiedene Theorien, warum das jetzt irgendwie so gemacht wurde? Manche damit das vierte Quartal irgendwie, weißt du, das ist ja dann im Dezember vorbei, damit die Leute für das vierte Quartal irgendwie nochmal rein pushen, keine Ahnung. Reinzappen oder was? Ja, weiß ich nicht, halt irgendwie so, damit jetzt nochmal Content kommt, die Spieler alle wieder reingehen ins Spiel. Jahresabschluss. Genau, ich weiß nicht, ob das stimmt oder nicht, das habe ich nur gehört. Nein, ne? Auf der anderen Seite habe ich auch wieder von vielen Leuten gehört, dass eigentlich so, oder dass Blizzard mittlerweile auch schon herausgefunden haben soll, dass die Retail-Community gar nicht so eine fette Überschneidung hat mit den Classic-Spielern. Weißt du, was ich meine? Hat's auch nicht, glaube ich. Genau, das habe ich auch drüber nachgedacht. Das ist sicherlich auch ein Fünkchen Wahrheit dran, so, ne? Gibt bestimmt auch einige Leute, die beide spielen, aber ich glaube, viele Classic-Spieler wird das gar nicht so fett jucken, dass jetzt irgendwie Shadowlands da ist, so, ne? Vor einer Woche. Ja, sagen wir mal so, die werden nicht irgendwie Nox skippen, und die meisten jedenfalls. Aber also Luma spielt auch gerade viel Retail. Aber der war natürlich auch zum Nax-Ding da und das hat ihn dann auch wieder angefixt, so, genau, weißt du? Genau. Er war davor so ein bisschen so, ja, mal gucken, wie das wird.
Und dann war das halt nur geil, so, hat nur Spaß gemacht und auch nicht nur easy. Und dann hat das Bock gemacht halt wieder. Und ich meine ganz ehrlich, viele sind eh überwiegend am Raid-Loggen irgendwie. Und man kann auch locker irgendwie zweimal die Woche raiden gehen und die restliche Woche spielt man Shadowlands so in der Art halt, ne? Also eben. Ist ja auch alles irgendwie möglich. Über Banax musst du halt dann schon noch mal was farmen, aber. Genau, das ist nämlich ein gutes, guter Punkt gerade an der Stelle. Jetzt haben wir gerade 35 Minuten. Wir wollen jetzt so langsam mit der Folge zum Ende kommen. Das ist jetzt nämlich genau die Frage, weil wir ja auf den Private-Servern, gerade du ja auch, schon die Erfahrung gemacht hast, dass die Leute während oder nach dem Naxxramas-Release dann irgendwie quitten, abwandern, aufhören, auf den nächsten frischen Private-Server hüpfen werden. Das Problem werden wir wahrscheinlich so in der Form hier nicht haben, ne? Weil so dieses Fresh-Meme ist halt, glaube ich, war auf den Private-Servern schon ein bisschen anders irgendwie, ne? Weil halt einfach, ist einfach keine originale Blizzard-Server halt so waren, ne? Wie ist jetzt so deine Einschätzung? Finde ich irgendwie eine total spannende Frage. Was denkst du, wie werden jetzt so die nächsten Monate verlaufen? Wir haben jetzt man kann sich auf nichts mehr freuen, sagen wir mal so in Classic. Ne? Also es wird jetzt nichts Neues mehr kommen. Was denkst du jetzt auch vor allem so in Bezug auf die PvEler irgendwie? Wie werden die nächsten Monate sein? Werden die Leute jetzt wie auf den Private-Servern anfangen zu quitten? Werden die auf Teufel komm raus auf jeden Fall versuchen, Nax zu clearen irgendwie und dann direkt quitten? Oder werden sie gar nicht quitten, sondern werden sie die Raids immer wieder neu machen? Werden sie, weißt du, also was denkst du so, wie geht's jetzt irgendwie erstmal weiter mit den nächsten Monaten, bevor wir irgendwelche Infos über irgendwas, was danach kommen könnte, Burning Crusade oder wie auch immer, bekommen? Wie geht's weiter? Mhm. Was denkst du? Ja, gute Frage. Ja, das frage ich mich nämlich auch. Also es gibt Gilden, die hier, also eine Sache ist klar, das Ding ist, es ist zwar geil, dass Naxxramas jetzt, oder erstmal, es gibt wahrscheinlich jetzt mittlerweile die ein oder andere Gilde, die halt einfach alles durchgerockt hat und das ist auch top, echt geil. Aber für die meisten ist es, denke ich mal, schon noch ein Progress. So, und da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun, genau. Und das ist schon mal gut. So. Stimmt, du hast absolut recht. Man darf natürlich nicht davon ausgehen, dass jetzt jede Gilde am Donnerstag quasi, ne? Gar nicht. Bis Saphiron durch ist auf jeden Fall. Ne? Es wird natürlich Leute geben, die das jetzt deutlich chilliger angehen, auf jeden Fall. Da hast du recht, klar. Ja. Also, sorry, was ich sagen wollte, also als wir vor Saphiron standen, hatten, glaube ich, Saphiron 39 Gilden in der Welt down. Mhm. Und das ist nicht viel. Und das ist jetzt ein Tag her. So. Also, wie gesagt, auf unserem Server, klar, es ist jetzt kein Riesenserver und ich weiß, dass wahrscheinlich auf Vinox das komplett anders aussieht und weil, keine Ahnung, wie viele Leute haben da das Clear? Das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Bestimmt die ein oder andere Gilde hat es schon Clear. So. Und aber halt nicht alle, bei weitem nicht alle. Und keine Ahnung, da gibt es noch ordentlich was zu progressen. Nur das andere Ding ist halt auch, man kann halt auch sagen, was man will, aber man wird da nicht durchkommen, wenn man, oder sagen wir so, eigentlich ist es geil jetzt. Nur ich weiß, dass es auch Leute abschreckt, wenn sie halt genau nicht alles one-shotten, weißt du? Mhm. Weil es dann halt haarig wird. Aber ich würde halt echt Leuten ans Herz legen, lasst euch das nicht entgehen oder lasst euch jetzt irgendwie nicht abschrecken, nur weil er irgendwie erstmal nur vier Bosse down hat oder fünf oder sieben. Macht das mal weiter so und das ist halt auch geil, dass man endlich mal progressen kann und ist doch sowieso egal, ja, jetzt. Also habt Spaß und genießt das. Es ist ein geiler Raid, auch gerade die letzten Encounter, die machen echt Bock. Glaube ich. Und ich weiß halt auch, viele Leute, die schreckt das dann so ein bisschen ab, da immer wieder hin und zwei Raid-Tage die Woche oder drei oder so. Mhm. Ne? Das ist schon zu viel. Ja, das ist eine sehr, sehr spannende Frage, weil auf den Private-Servern, wie gesagt, müsst ihr euch vorstellen, war es halt so, die Leute sind wirklich zum Teil abgewandert, haben gequittet, haben gesagt, ey, Nax ist irgendwie zu aufwendig, lohnt sich nicht, schaffe ich nicht, zu schwer, pipapo. Aber vielleicht erleben wir auf den Classic-Servern auch eine völlig andere Meta. Und sehen irgendwie in zwei Monaten Pax da durchrennen, ne? Das ist irgendwie echt eine spannende Frage. In zwei Monaten kann das sein, ja. Das Ding ist,
Ich weiß nicht, warum das so ist, aber irgendwie hat Nax schon immer so Leute abgeschreckt dann auch. Das ist vielleicht der Ruf oder so. Also schlimm ist das gar nicht. Das ist echt ein geiler Raid. So, das, klar, der ist, man braucht die ein oder anderen Consumer-Builds, aber man kann das auch ohne, theoretisch jetzt mal. Aber müssen wir mal gucken. Aber ich würde mir das nicht nehmen lassen, macht das einfach chillig. Und das andere Ding ist, auf P-Servern war es eigentlich alles auch cool und Leute haben das gemacht, bis Fresh angekündigt wurde. Bei P-Servern war es halt immer so. Ja, stimmt. Sobald Nax durch war, haben die irgendwie eine Woche später einen frischen Server angekündigt. Oder so ein andere halt Classic-Server, anderer Anbieter, halt, ne, hat dann halt so die Gunst der Stunde genutzt und halt so gesagt, okay, jetzt kann ich die Leute wiederholen halt, ne? Genau, stimmt. Das ist nämlich ein richtig entscheidend. Ich glaube nämlich auch nicht, dass es so kommen wird. Ich glaube auch nicht, dass die Leute jetzt irgendwie alle quitten werden und. Weil auch einfach, ne, ist was anderes irgendwie, so Thunder Fury auf einem offiziellen Blizzard-Server zu haben oder auf irgendeinem russischen, weißt du, ne, der irgendwo steht halt. Ist wo einfach was anderes. Man hat auch eine andere Bindung, so, oder? Ja, genau, ja klar. Ja, also. Das ist halt the real shit so. Und irgendwie, klar, es ist noch nichts am Horizont, das ist aber auch, glaube ich, gut so, erstmal. Und solange kein Fresh angekündigt wird, wird das alles, glaube ich, entspannt sein. Das war halt so ein Private-Server-Ding. Natürlich sind die nicht blöd. Und die Leute wollen halt Fresh. Und ich weiß, es gibt jetzt ja diese drei Lager. Fresh, oder sagen wir mal so, ich glaube, Classic Plus würden sich ganz viele Leute wünschen. Da bin ich ziemlich sicher. Auch Leute, die TPC wollen und gut finden, würden auch Classic Plus machen. Lassen wir das mal außen vor. Das ist wahrscheinlich, was alle am geilsten finden würden. Übrigens, ich will keinen P-Server promoten, aber ihr könnt euch mal Turtle WoW angucken. Da ist es ein gutes Beispiel, wie man sowas machen könnte. Da sind zum Beispiel ganz dunkle Nächte und so drin und Survival-Skill wieder drin und so. Ach so, die haben so quasi neuen Content gebracht für Classic, ja. Die haben einfach erstmal allen Beta-Content, der rausgestrichen wurde, wieder reingeknallt. Auf eine richtig gute Art und Weise. Ich will da jetzt auch nicht spielen. Ich habe keinen Bock mehr auf P-Server. Ja, nee, aber ich auch nicht. Sieht man, aber ist ja interessant, dass man das mal so erwähnt. Ja. Und da gibt es halt die zwei Lager, die wollen Fresh oder Classic Plus, sagen wir mal ein Lager, und dann halt TBC so, ne? Ja. Und ja, muss man halt gucken, was jetzt kommt. Aber ich glaube, es wird am Leben bleiben und das wird geradet, bis man eine News hat. Und dann kommt es auf an, wenn die News fresh ist, könnte es ein bisschen schwierig werden an einigen Stellen. Wenn die News TBC ist, wird es, glaube ich, nicht ganz so schlimm. Könnte natürlich auch eine Kombi kommen, ne? Es könnte natürlich auch frische Classic und Burning Crusade, ne? Also gibt natürlich auch Kombi-Möglichkeiten, ne? Dann wird es, glaube ich, schwierig. Ist halt die Frage, was man dann macht. Aber gut, sehr, sehr spannend. Wir werden genau das gleich in der nächsten Folge besprechen. Deswegen auf jeden Fall, ne, ihr wisst Bescheid, bei der nächsten Folge auch am Start sein, die dann entweder bei Timo oder bei mir kommen wird auf YouTube. Das müssen wir gleich noch genau klären. Ich würde sagen, war auf jeden Fall eine geile Folge, oder? Habe schon so ein bisschen drüber gesprochen, wie es weitergehen könnte, also was wir uns darunter vorstellen könnten. Ich denke, es gibt, wie du schon gesagt hast, verschiedene Lager. Und es ist echt so, das Ende von WoW Classic eigentlich echt eine spannende Zeit auch, muss ich sagen. Ja, aber es ist noch nicht zu Ende. Genieß erstmal Nax. Das ist ein geiler Raid. Genau, das auf ist jeden der Fall. Geilste von allen. Ja, auf jeden Lass Fall. Lass euch das nicht nehmen, ey. Das genau, ist nicht so eine Scheiße wie MC mit Endbossen. Das ist gut. Ja, nee, mit Ende meine ich jetzt auch nicht, es ist jetzt vorbei, sondern mit Ende meine ich einfach so die Endphase so, ne? Ist einfach viel, irgendwie auch, einfach eine coole Zeit irgendwie auch. Und man muss es gar nicht so. Ich finde den Patch mega geil. Ey, was ihr alles in den östlichen Pestländern machen könnt. Ja. Mit irgendwie fucking, die Tower einnehmen, was da alles passiert, irgendwie Truppen spawnen, auch schon hin und her fliegen. Geht richtig ab. Das wusste ich alles gar nicht so. Das ist echt drin, das wusste ich nicht. Wir haben ja das in der Azeroth Wochenshow besprochen und wusste nicht, ob es drin ist. Das ist echt drin. Ja, das und mit den Towern zum Beispiel, ne? Ohne Scheiß, ich war da neulich einfach. Ich war da 3-4 Stunden. Einfach nur. Ja. Das habe ich mir auch so gedacht, ne? Wenn Blizzard sowas einfach das komplette Jahr gemacht hätte, wenn wir jeden Monat in irgendeinem scheiß Location so eine Türme hinstellen, weißt du, hätten die Leute irgendwas zu tun gehabt in der offenen Welt irgendwie. Finde ich auch einfach total, also man muss den Leuten eigentlich nur Anreize geben, in der offenen Welt Dinge zu erledigen. Das wäre so einfach eigentlich, wenn man von solchen geilen Sachen mehr Sachen machen würde. Das ist halt eine gute Basis so, ne? Und da kann man halt was mitmachen, würde ich mal sagen. Ja. Muss man halt schauen, was man daraus macht, aber das ist eine gute Basis für Classic Plus oder vielleicht nochmal die eine oder andere Sache nochmal oder was weiß ich. Aber da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Genau, weg von instanziertem Content und mehr halt in die offene Welt. Das ist halt, sage ich halt immer wieder, dass es so viele Möglichkeiten geben würde.
Aber ja, genau. Ja, ich kann auch verstehen, so eine gigantische Firma, ne, da können halt nicht solche Risiken wahrscheinlich dann irgendwie immer gemacht werden, keine Ahnung. Ne, zum Teil oder einfach Leute, die schon seit 30 Jahren Gaming machen irgendwie und halt auch einfach nicht mehr so dynamisch und, weißt du, was ich meine, so Die meisten kreativ Guten sind da weg, wahrscheinlich. das darfst du auch nicht vergessen. Aber Ja. trotzdem kann Blizzard noch, wenn sie wollen, bin ich mir ziemlich sicher. Müssen nur wollen, so. Die können guten Content machen und die können auch anspruchsvollen Content machen. So. Das sieht man in den Raids. Bisher waren die immer gut, auch im Retail. Die Raids waren immer top, aber muss man halt gucken. Ja. Aber ich glaube, Gucken das wir wird mal, interessant. Leute. Müssen wir mal Gucken wir schauen. mal, wie es weitergeht. Ich würde sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben Ja, alles geil. gesagt für heute, oder? Ja, auf jeden Fall. Ne? Nax ist auf Können wir jeden Fall eins geiler sagen? Shit. Ja? Nicht blamieren, subskribieren. Richtig. Macht die Glocke an, Leute. Wisst Bescheid. Daumen nach unten Die da lassen. Glocke. Sehr, sehr wichtig. Die Glocke, Leute! Und Oh, dann da sehen wir uns kommen auf sie. jeden Fall im nächsten Podcast Ja. wieder, ne? Ciao, ciao. Haut da. Tschüss.